Hallo, ich bin Julius und hier kommen 17 Dinge, die ihr nicht über Uncharted wusstet in unter 2 Minuten. Los geht's! Sullys Flugzeug Hog Wild ist nach einem Crash Bandicoot Level benannt. Das Collectible Sonderbare Reliquie hat verblüffende Ähnlichkeit mit dem Precursor Orb aus Jack and Dexter. Drake und Elena tragen Taucheranzüge der Marke Otzel, dem Namen der fiktionalen Spezies, der Dexter angehört. In der Barszene am Anfang des dritten Teils gibt es eine Zeitung, die unmissverständliche Hinweise auf das später erscheinende The Last of Us enthält. Beim Erschaffen von Nathan Drake ließen sich die Entwickler tatsächlich von Jackass-Star Johnny Knoxville inspirieren. Die japanische Marketingkampagne für Uncharted 3 zeigte nichts weiter als Harrison Ford, der das Spiel spielte. 3 Tage bevor Uncharted 3 den Goldstatus erreichte, kam es durch den großen Hardware-Hunger zu Problemen, die erst in allerletzter Minute gelöst werden konnten. Nathan Drake Sprecher Nolan North brach sich 3 Wochen vor den Aufnahmen zu Uncharted 3 bei einem Fahrradunfall 2 Rippen. Nathans Stöhne am Spiel sind also nicht mal gespielt. Charlie Cutter verletzt sich in Uncharted 3, weil Schauspieler Graham McTavish für die Hobbit-Filme gecastet wurde und daher weniger Zeit hatte als gedacht. Nathans spöttischer Ausruf Kitty Got Wedge stammt von Sprecher Nolan Norths 8-jährigem Sohn, als dieser seinen Vater in einer Partie Wii Sports Tennis besiegte. Kitty Got Wedge! In der japanischen Version von Uncharted 1 wurde das Blut komplett herausgeschnitten. Nathans Mutter hat Selbstmord begangen und sein Vater ihn anschließend an ein Kinderheim abgegeben. Auf Nathans Waffengürtel sind die Initialen NDI zu sehen, welche für Naughty Dog Incorporated stehen. In Nathans Tagebuch finden wir einen lustigen Eintrag, der Sullys Schnurrbart zu den gruseligsten Dingen zählt. Außerdem gibt es einen ironischen Eintrag zu den verschiedenen Gesichtern von Victor Sullivan. Elenas Charaktermodell wurde später als Grundlage für Ellie in The Last of Us genutzt. Außerdem weist Elena große Ähnlichkeit zum Charakter Nicole Pierce in Watch Dogs auf. Kennt ihr noch weitere Fakten zur Uncharted-Reihe? Welches Spiel sollen wir im nächsten Video behandeln? Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann!